Digitale Räume sind wichtig für Jugendliche, aber noch wichtiger ist es, dass wir als Jugendarbeit für sie sichere Räume, digitale Räume anbieten, in denen sie auch unter sich sein können und sich ausprobieren können. Das gilt eben für den digitalen Raum als auch für den analogen Raum. Es braucht Freiräume tatsächlich und da ist es egal, wo die sind. Code wiederum ist eine Sprache beziehungsweise sind viele Sprachen mit einer ganz eigenen Logik. Und diese Logik zu verstehen, hilft uns dabei, wie diese Räume, von denen ich gerade sprach, strukturiert sind und wie wir sie selber strukturieren, dekorieren und ausstatten können.